Heute begrüßen wir im Studio Dr. Till Katz und stellen Ihnen 5 Fragen zum Thema Wohnen im Alter oder auch Mikroapartment. Wie kann ich möglichst lange selbstständig und gesund leben? Wenn man in den Ruhestand geht, heißt das nicht, dass man in den Ruhestand geht, sondern eigentlich in den Unruhestand und sollte dann sich körperlich fit halten, das heißt spazieren gehen, Übungen machen und aber auch geistig fit halten. Und unsere Vorstellung vom Wohnen und Leben im Alter bedeutet, dass ich ein Wohnumfeld habe und auch jetzt insbesondere vom Wohnraum, das mich sozusagen täglich animiert, Dinge zu tun. Also sich vielleicht nicht einfach nur ein Bett, ein großes habe und ein großes Sofa, wo ich den ganzen Tag drauf rumliegen kann, sondern einen Wohnraum habe, mit dem ich sozusagen auch trainieren kann, wo ich Dinge machen kann, die und auch vielleicht der Wohnraum mich darauf aufmerksam macht und sagt so, jetzt wäre es mal wieder Zeit, was zu tun. Und so könnte man, glaube ich, ein langes, selbstbestimmtes Leben haben, ein möglichst langes. Wie kann mich meine Wohnung dabei unterstützen? Zum einen kann die Wohnung natürlich vollgespickt mit Sensoren schon mal sein, wenn man das haben wollte. Mit Sensoren, die zum Beispiel meinen Gleichgewichtszustand messen, die zum Beispiel meinen Herzschlag messen, die aber auch, und das kennt man, das gibt es jetzt schon zu kaufen, Wagen, die meinen Wasserhaushalt messen, die meinen Muskelanteil messen, Fettanteil messen und eben auch Wasserhaushalt messen. Und ein großes Thema im Alter ist tatsächlich, dass man weniger trinkt. Man hat nicht mehr so dieses Durstgefühl. Dadurch trinkt man wenig. Und das lässt sich direkt wirklich auf den Körper aus. Also man fühlt sich schlapp. Die Muskeln lassen sich auch schwer bewegen. Aber auch solche Dinge wie Schwindel kommen dazu und auch schlechtes Sehen. Konzentrationsschwierigkeiten. Alles das, wer also schon mal genügend trinkt, der kann genug tun. Und da hat man schon mal einen einfachen Sensor dazu, solche diese Körperfettwagen. Aber man kann natürlich auch in der Wohnung, die kann selber noch einige Dinge tun, animieren, Übungen zu machen. Es müssen ja nicht gleich Liegestütze oder Sit-Ups sein, aber wenn ich meine Möbel vielleicht ein Stück weit so gestalte, dass ich ganz einfache Übungen dran machen kann, dann ist auch schon viel geholfen. Also muss nicht jeder eine Sprossenwand haben, aber es ist natürlich toll, wenn man eine Sprossenwand in der Wohnung zum Beispiel hätte. Was ist die Grundidee von so einem Mikro-Apartment? Wir haben im Grunde zwei Ideen, was hinter dem Mikro-Apartment steckt. Das eine ist, ich mache ein Mikro-Apartment in eine mobile Wohneinheit rein. Also wir haben zum Beispiel eine Wohneinheit in einem Container drin, klingt jetzt ein bisschen gruselig, es ist ein Seekontainer, der sich einfach angeboten hat, weil der natürlich höchst flexibel ist. Das ist das eine Teil vom Mikroapartment, der andere Teil ist dann die Wohnungseinrichtung innen drin, die entsprechend gestaltet ist, so dass es sich an die verschiedenen Lebensphasen anpassen kann. Ich kann da ein bisschen was dazu sagen zu dem Flexiblen, warum sollte der Wohnraum flexibel sein? Na, die meisten Leute im Alter wollen natürlich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Sie sind da sozialisiert, da gibt's irgendwie die Nachbarn, da gibt's die Einkaufsläden, da gibt's all die ganzen Dinge, da will man eigentlich nicht wegziehen. Und wenn man jetzt aber, naja, sagen wir mal, im 5. Stock wohnt oder man wohnt in einem Einfamilienhaus über 3 Stockwerke verteilt und müsste das jetzt umbauen, wäre vielleicht die Möglichkeit, in so einem Art Tiny House, Mikroapartment in der Nähe zu wohnen, wo man quasi ja, zumindest mal den Teil des Lebens voll verbringen kann, ohne dass man jetzt groß anfängt, die eigene Wohnung umzubauen. Um dann eventuell später, wenn es dann mal notwendig ist, mit dieser Wohnung, mit dem Mikroapartment umzuziehen, zu einem betreuten Wohnen oder vielleicht zu einem Krankenhaus vorübergehend gehen muss oder vielleicht in eine Pflegeeinrichtung oder, wo leider nicht so viel darüber gesprochen wird, man könnte auch mit der Wohnung dann mit dem Mikroapartment zu einem Hospiz gehen und es wäre tatsächlich möglich, zu Hause, also in den quasi eigenen 4 Wänden zu sterben. Wie sieht der Alltag in einem solchen Mikroapartment denn aus? Also unser Anspruch ist, dass wenn ich in diese Wohnung reinkomme, sie zunächst wie eine ganz normale Wohnung aussieht und die Details eigentlich, die es ausmachen, sind sozusagen versteckt. Wir halten nichts davon, eine halbe Intensivstation in so ein Mikroapartment reinzumachen, da wird jeder schon vom Ansehen krank. Sondern wir wollen eigentlich die kleinen Helferlein, ob es jetzt Sensorik ist oder Aktorik ist, so verstecken, dass sie wirklich nur dann sichtbar sind, wenn ich sie tatsächlich brauche. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Die Wohnungen sind so gestaltet, dass ich sie im Grunde den verschiedenen Pflegestufen anpasse. Also die erste Pflegestufe im Grunde, da brauche ich nicht viel Support. Das ist eine ganz normale Wohnung. In der zweiten, dritten, vierten Stufe, da kommen dann schon Dinge dazu, wie eben vielleicht ein intelligenter Toilettensitz oder ein Möbelstück, mit dem ich die Strümpfe anziehen kann. Lauter so kleine Helferlein kommen dann nach und nach vor und ich kann auch die Wohnung von der Einrichtung so optimieren, dass es eben entsprechend der Pflegestufe für externe Kräfte oder für mich selber am angenehmsten ist. Kann ich mir das Ganze hier irgendwo anschauen? Ja, na klar, kann man das hier auf dem, also der ganze Container steht hier auf dem Campus in Göppingen, auf dem Gelände der Stadt, die hier dankenswert genannt ist. Und man kann sich den Container gerne ansehen. Die Möbel sind innen aus Pappe zunächst mal, damit man 3D-Eindruck hat. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Kommt mit! Wir stehen jetzt hier von dem, es ist ein Wohncontainer, es ist ein Mikroapartment in Form eines Containers, den wir vom Containerwerk in Stuttgart bekommen haben, der isoliert wurde mit einem Fenster drin. Und wir haben jetzt mal unsere Einrichtung, so ähnlich wie es im Carla zu sehen war, mal in Form von Pappe einfach reingemacht. Na, hat Kostengründe und aber, dass man mal einen dreidimensionalen Eindruck bekommt, wie kann denn sowas aussehen. Und dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal rein. Also, am Anfang haben wir so eine Art Garderobe geplant, eine Art Haushaltsraum. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Und dahinter verbirgen sich einfach so Sachen wie Waschmaschine, Trockner, aber auch die Heizung. Na, das ist so der erste Raum, wo man reinkommt, wo die ganze Haustechnik auch drin ist. Dann weiter hereinspaziert. Dann haben wir als nächstes kommt das Badezimmer, so ähnlich wie es im Carla aufgebaut ist, quasi linear hintereinander angeordnet. Zuerst das Waschbecken, dann die Toilette und dann die Dusche. Und zum Toilette, habt ihr gesehen, gibt es das Video mit diesem drehbaren Toilettensitz. Der wird quasi dann hier sein. Um diese Säule rum wird sich der Toilettensitz bewegen. Das heißt, ich kann mich hier zum Beispiel vom Rollstuhl direkt auf den Toilettensitz setzen, auf die Toilette oder dann direkt in die Dusche fahren. Auch das Waschbecken ist ein bisschen speziell, wobei das jetzt hier oben nicht speziell ist, sondern der Schrank. Ich kann den Schrank einfach hinmachen und wieder wegmachen, je nachdem mit dem Rollstuhl sitzt, dass es höhengerecht ist. Hier ist der Spiegel mit den Videos. Da wird dann unten im Boden auch die, wir nennen es intelligente Fliese, eingelassen sein. Die Waage, die quasi mein Gleichgewichtssinn misst und auch eben noch andere Vitalparameter misst. So, als nächstes nach dieser Wand kommt dann quasi das Schlafzimmer mit dem Pflegebett. Und man muss sich vorstellen, im Grunde alles ab hier dann anschließend im Wohnraum ist so flexibel, dass das rausgebaut werden kann. Das Pflegebett ist rausziehbar, das hat einen Meter Breite. Und der Flur, den man hier sieht, der ist genau einen Meter Breite, damit ich das Bett zum Beispiel auch direkt vor das Badezimmer fahren kann. Na, dann kann ich die Person, wenn sie dann mal bettlägerig ist, direkt auch so pflegen, muss nicht immer hin und her laufen. Hier ist die letzte Wand, da sind dann Schiebetüren auch drin, dass ich das abtrennen kann, dass ich sozusagen einen Schlaf- und einen Badezimmerbereich habe, der getrennt ist von der Wohnung, und ab hier fängt dann die Küche an und der Wohn-Essbereich mit den Küchenmöbeln, die aber auch komplett rausmachbar sind. Also wenn ich jetzt Pflegestufe 5 bin, dann ist es vielleicht gut, dann brauche ich keine Küche mehr, dann baue ich das weg, dann brauche ich mehr Platz um das Pflegebett. Die Schränke und die Möbel sind so gemacht, dass sie alle in der Höhe einstellbar sind. Die werden hinten quasi in den Raster reingemacht. Und wenn ich das jetzt umbauen muss, dann muss ich vielleicht 2-3 Stunden, muss jemand kommen und mir helfen, diese Möbel hoch oder runter zu setzen, auszusetzen, umbaubar. Ich denke, das ist kein Problem. Das muss nicht alles immer gleich elektrisch verstellbar sein. Genau, dann habe ich einen Wohnbereich, einen kleinen, jetzt in dem Fall mit dem Container. Wir haben leider nur 10 Meter Wohnfläche in der Länge statt 12 Meter. Ist noch ein kleiner Balkon dran, das kann aber auch ganz, ganz reizvoll sein. Man muss dazu sagen, der Wohnraum ist jetzt mal für eine Einzelperson konzipiert und nicht für 2 Personen. Aber wenn man sich mal vorstellt, für eine Einzelperson 30 Quadratmeter ist eigentlich völlig ausreichend. Genau. Und so hoffen wir, einen Beitrag zum Wohnen im Alter zu haben, dass die Leute wirklich lang selbstständig zu Hause sind und möglichst lang fit bleiben, im Kopf und auch körperlich. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Wie geht das Projekt weiter? Was habt ihr als nächstes vor? Was wir jetzt als nächstes vorhaben, tatsächlich in die Umsetzungsphase zu gehen. Das heißt, wir wollen wo,
ob das jetzt das Mikroapartment ist oder eine Wohnung, mit den Möbeln ausstatten und tatsächlich dann mal jemand drin wohnen lassen, der das über einen längeren Zeitraum testet und ein Feedback gibt. Wir sind ein großer Fan davon, die Dinge einfach auszuprobieren und dann ein Feedback zu bekommen und dann nachzujustieren, um dann einfach zu sehen, taugt es oder taugt es nicht. Also solche Projekte bedarfen immer eine lange Planung natürlich auch, eine lange Durchführung, um immer nachjustieren zu können und das Ganze mit Experten. Man muss auch bei dem einen oder anderen mit einer Ethikkommission mit Sicherheit drum reden, ob das so geht. Aber bislang sind wir zumindest mal, was die Möbel angeht, da auf der sicheren Seite. Aber das wäre unser nächster Plan. Am liebsten 2, 3, 4 Wohnungen so einzurichten, mit vielleicht Personen mit unterschiedlichen Pflegegraden, um von den Personen quasi zu lernen, was kann verbessert werden, was ist schlecht. Oder auch den Personen, die dort die Pflege durchführen, zu erfahren, was könnte man besser machen, was wäre geschickter. So dass wir wirklich ein lernendes Projekt im Grunde haben dann. Das ist unser Plan. Vielen Dank, Herr Dr. Katz. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.